Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Ausgabe Meilenmittwoch an einem Mittwoch, dem 1. Mai für euch. Ich hoffe, ihr habt die Meilenschnäppchen geschaut. Ich hoffe, ihr habt das andere geschaut, und zwar die Vielflieger-News. Wenn ihr die Vielflieger-News geschaut habt, wisst ihr ja schon, was heute an Themen vorkommt. Ich hatte ja zwei oder drei Sachen geteasert. Einmal ein Finnair-Status-Match für alle, die SAS-Euro-Bonus haben. Dann haben wir das Thema Etihad Dearzone von Wien nach Kuala Lumpur für 1749 Euro beginnend. Weiter geht es dann mit Miles and Bonus. Die haben bei Aegean einen Downtime. Die machen da eine ganz kontrollierte Erneuerung im System. Und wir haben 300.000 Meilen bei Lufthansa Miles and More mit Small World. Gehen wir auch drauf ein. Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Ihr habt jetzt auch wahrscheinlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren und zu machen und zu tun, den Kanal zu unterstützen. Dafür danke ich euch. Und was sollten wir noch machen? Loslegen. Genau, machen wir jetzt. Das erste Thema, was wir haben, ist Aegean Airlines. Die haben eine Downtime für ihr System. Das ist komplett so für sie auch in Ordnung. Und zwar ist es so, dass die am 14. Mai um 5 Uhr abends das System runterfahren, um dann wieder am 10. um 10 Uhr morgens am 15. das hochzufahren. Die gehen natürlich nicht zurück in der Zeit. Es wird da Wartungsarbeiten, und die sagen, dass es Probleme halt gibt mit dem Login, Registrierung und also im Prinzip mit dem kompletten Programm. Und es ist gut, dass es hier wohl alles läuft. Das Einzige, was halt immer dann möglich sein kann als Problem, ist halt, wenn ihr einen Goldstatus habt oder einen Status mit Miles, weiß, dass das nicht ganz so hundertprozentig klappt. Deshalb eventuell einen Screenshot machen oder sonst was von der Karte, dass ihr das habt. Und macht sicher oder stellt sicher, dass ihr eure Vielfliegernummer auch auf dem Ticket habt in der sogenannten PNR. Und da könnt ihr dann wirklich sicher sein, dass das passiert. Aber gut, dass man es sagt, dass man da vorbereitet ist. Wer auch sich gerade vorbereitet auf eine Menge neue Kunden, das ist Finnair. Man hört in Schweden, dass sie unglücklich sind mit ihrem Wechsel zu SkyTeam sehr viel. Und SAS hat das ja auch adressiert und hat ja auch gesagt, ja, man versteht, dass das ein Kulturbruch ist nach so und so vielen Jahren, nach 29 Jahren, glaube ich, war es. Und da ist es halt so, dass Finnair jetzt seine Chance wittert und sagt, ihr könnt einen Status-Match machen, der allerdings kein richtiger Status-Match ist. Das ist so eine Match-Challenge, weil man muss zumindest einen Flug Langstrecke fliegen. Ein One-Way in der Economy-Class zählt schon. Der Flug kann auch schon vorher gebucht worden sein. Und wichtig ist, was man bekommt. Und zwar, wenn man Euro-Bonus Silber ist, kriegt man Finnair Plus Silber Ruby. Wenn man Euro-Bonus Gold, Diamond oder Pandion ist, kriegt man einen Finnair Plus Gold. Finde ich jetzt ein bisschen stingy. Ich hätte da Platin gemacht, um ehrlich zu sein. Aber so ist Finnair halt. Man ist da halt ein bisschen problematisch. Wie bekommt ihr das Ganze? Ihr schickt eine E-Mail an fp@finnair.com. Da könnt ihr dann als Betreffzeile Status-Match schreiben. First Name, Family Name, also Vor- und Nachname. Dann die Kontaktdetails, also E-Mail und Telefonnummer. Dann ein Foto von eurer Frequent Flyer-Nummer. Und was auch sehr schön ist, ist dann eure Finnair Plus Nummer anzugeben, damit man es findet. Und last but not least die Booking Reference von dem Flug, den ihr nehmt, also von der One-Way. Und interessanterweise ist es so, dass es ja mit der Goldkarte auch diese vier europäischen Upgrade-Voucher gibt, die man zu einem internationalen Voucher machen kann. Also das nur so als Randbemerkung, wenn ihr da was machen wollt. Ansonsten die Benefits von der Goldkarte sind solide in meinen Augen. Ist aber jetzt nichts, wo man ehrlicherweise Leute mit überzeugt. Also ihr kommt in dieselbe Lounge rein und so weiter und so fort, außer ein Platinum Wing auf international. Und gut, One World Sapphire ist halt nicht so geil wie Emerald. Und der Status gilt dann ein Jahr. Das so als Geschichte. Also 12 Monate plus die Restlaufzeit vom Monat oder sowas. Da solltet ihr dann drauf schauen und solltet dann auch gucken, dass er den Status-Match zeitnah macht, damit Finnair nicht wieder anfängt auf einmal. Ach, wir haben Angst, wir haben so viele jetzt angesprochen. Also da relativ schnell Gas geben. Und das sollte gebucht werden bis zum 7. Juni.
British Airways macht auch einen Statusmatch in den USA. Das haben wir ja schon, habe ich glaube ich schon mal gesagt, oder habe ich das nur in den, weiß ich jetzt gar nicht mehr, gesagt, aber trotzdem deshalb die Erinnerung. Heißt also, bis zum 7. Mai könnt ihr euch online dort anmelden, dass ihr dort ein Statusmatch macht, wenn ihr in Kanada oder in den USA lebt. Und Lufthansa, Senator und Horn Circle, also Senator kriegt nur Silber und Horn Circle würde den Gold bekommen. Aber hier ist der Gold halt wirklich, ja, festhalten, ein Emerald. Bei Delta wird es Platinum zu Gold und bei Air Canada 75K, United Premier Premium, Air France Platinum. Scandinavian Airlines Diamond and Pandion wird auch dort gematcht und der Virgin Gold. Also insofern, da geht dasselbe Spiel, dass ihr das alles mitbringt. Aber hier ist es wirklich so, dass ihr dort keinen Flug machen müsst. Also das heißt, das könnt ihr dann machen. Und wie läuft das Ganze ab? Ihr seht es digital und es wird dann auf 12 Monate erweitert, wenn ihr einen Business- oder First-Class-Flug macht, der bei BA vermarktet worden ist und dann auf den Flügen von British Airways, Iberia, American Airlines oder Finnair gemacht worden ist. Also insofern auch eine easy Geschichte, straightforward, vielleicht ein bisschen aufregender als die Geschichte bei Finnair. Man kann das natürlich, wenn man jetzt clever ist und sagt, hey, ich möchte mein Platinum von Air France rübermatchen. Man kann ja die Platinum Challenge bei Air France machen für 399 Euro, die ich ja auch schon, glaube ich, montags hatte. Also insofern könnt ihr euch dann einmal durchhuren und wer von euch eine amerikanische Kreditkarte hat oder eine Karte über uns sogar gekriegt hat, hat ja dann Adressnachweis, Telefonnummer und das ganze Programm. Gebe ich auch gerne Hilfe, könnt ihr gerne bei mir melden. Was auch immer wieder spannend ist, ist das Thema A Small World, weil die viele Meilen anbieten. Und bei A Small World ist es so, dass man jetzt dort wieder 20% mehr Meilen bekommt, also 50.000, 50% wäre natürlich geil, gab es ja auch schon mal. Und da ist es dann so, dass man dort jetzt mit dem Angebot nicht nur die 300.000 Lufthansa-Meilen kriegt, sondern man kriegt ja auch diese GHA Discovery Titanium-Status. Gut, wenn man dreimal bei GHA übernachtet, kriegt man den auch. Dann gibt es die Jumeirah One Gold Status, Sixt Platin Status und dann gibt es halt noch einige Benefits bei World's Finest Hotels und bei A Small World selber. Jetzt wollt ihr wissen, was die ganze Geschichte kostet. 4.950 Euro. Man kann sich das Ganze schön rechnen. Wenn man nämlich jetzt davon ausgeht, und so ist das, also der Klassiker ist, wenn man guckt, dass man sagt, die Meile ist 1,65 Euro Cent wert und man holt sich dann einen Flug und dann kann man jetzt sagen, okay, wir machen das in irgendeiner Art und Weise. Dann kann man das so ein bisschen refinanzieren, aber vergesst nicht, dass ihr halt Gebühren zahlt und gerade aus den USA heraus sind die Gebühren auch relativ teuer und wenn man den Leuten darunter glaubt, ich finde das jetzt nicht ganz so schlimm, wie die Leute das immer sagen. Good luck finding award tickets. Also das heißt, dass man bei Lufthansa durchaus schon Tickets findet, aber es ist halt immer eine Flexibilität nötig, sowohl beim Zeitraum als auch beim Zielort. Also das heißt, dass man da was findet, was wirklich einem direkt 100% passt und gefällt, das ist natürlich dann immer uncool. Und ehrliche Antwort: Your mileage may vary. Also das heißt, der eine hat mehr oder der andere weniger Spaß. Aber ihr wisst ja selber, was bei Lufthansa an Vor- oder Nachteilen sind. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich die nächste Sendung habe, Call habe, aber ich wollte euch die Sendung heute auf jeden Fall machen und deshalb habe ich das nicht weiter aufschieben wollen. Und wir haben jetzt noch als letztes den Dealzone Deal. Und zwar ist der mit der Etihad von Wien über Abu Dhabi natürlich nach Kuala Lumpur. Und da zeige ich euch mal die Karte. Hier ist die Karte. Ups, das ist jetzt die Karte. Wir können es auch noch ein bisschen hübscher machen. So, zack. Und da seht ihr, das sind 2637 Meilen. Ist übrigens eine 380er Strecke, zumindest bis Abu Dhabi, Kuala Lumpur, weiß ich nicht aus dem Kopf heraus. Sind dann nochmal weiter 3473, sind also insgesamt hin und zurück 12.221 Meilen. Wenn wir dann schauen auf die Meilenausbeute, Where to Credit,
sieht man dann hier, hier habt ihr es gesehen, Buchungsklasse Z, Hawaiian Airlines mit 25.566, 15.884 gibt es bei Czech, Garuda, Oman, American, Virgin, Asiana, dann 15.000, paar kaputte, 276 bei Air Canada, Korean, All Nippon, 14.52 bei Etihad, South African, Bangkok, 12.218 bei Malaysia, selbst bei SAS gibt es 6.192 Meilen, Entschuldigung, Sri Lanka, Air New Zealand, Royal Air Maroc gibt 0 Meilen. Dann fällt mir gerade ein, und das ist halt für euch nochmal so ein Bonus-Tipp, dass wir natürlich diese Getaways haben. Wir haben ja heute, was haben wir heute als Datum? Heute haben wir den 1. Mai. Und da gibt es noch bei Windham 15.000 Punkte. Da gibt es noch Möglichkeiten, was zu machen. Aber nur 766. Ist danach Schluss mit Lustig? Ja, danach ist die Veranstaltung schon zu Ende. Also ihr seht, ihr habt nochmal Bonusinfo von mir bekommen. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Wollt ihr noch was zu dem Tarif wissen? Ach ja, genau, Z-Tarif, 3 Tage Minimum Aufenthalt, Maximum Aufenthalt sind 4 Monate. Und Änderungen sind irgendwie 235 Euro plus Fährdifferenz und No-Show sind 700, sowas in der Richtung, dass ihr das auch wisst. Und Reservierung muss 3 Tage vor Abflug gemacht werden, also relativ cool und easy. Wir sind durch, ich danke euch, ich sehe euch vielleicht auf den Stammtischen. Ich habe in den ersten Kommentar habe ich den Link zu den Stammtischen in Hamburg. Nee, Quatsch, wir fangen ja in Frankfurt an. Frankfurt, Hamburg, Berlin gemacht. Da könnt ihr schauen, wenn ihr Fragen habt. Die Nummer habt ihr hier oben im Display. Amerikanische Kreditkarten kann ich jedem nur ans Herz legen. Also für euch der Abspann jetzt. Bye, bye, winke, winke. Und ich freue mich auf meinen Call, der in 5 Minuten startet. Also, bis dann. Ciao. Thank you.